Dominik hier, moin. Soll ich Hub, Switch, WebSmart Switch, Full Managed Switch oder was auch immer kaufen? Womöglich alles an meine Fritzbox. Das Video habe ich schon gemacht. Allerdings war euer Feedback so grandios, so viele Fragen an etwas, was ich gar nicht gedacht habe. Deshalb jetzt ein Update-Video zu meiner Switch-Empfehlung im Jahr 2018. Alle hier gezeigten Produkte wurden von mir angeschafft und ich habe eine ordentliche Rechnung dafür erhalten. Vor etwa 2 Jahren habe ich ein Video gemacht über Hub, Switch, Full Managed Switch, WebSmart Switch und was so die Unterschiede sind. Hier jetzt ein Update dazu, falls euch interessiert, was diese ganzen Begriffe bedeuten und was die Unterschiede zwischen Switchen und vor allem einem Hub ist und dass eine Fritzbox beispielsweise nicht das leistet, was so ein kleiner Switch leisten kann. Das alles in dem anderen Video. Jetzt aber das Update von euren Meinungen, von eurem Feedback. Das größte Feedback war: Hey Dominik, schön, dass du einen Cisco Switch, Small Business Switch zeigst für 16 Ports, beziehungsweise 4 für 8 Ports und das Ganze zu einem Preis von 200 bis 300 Euro. Das ist doch etwas zu viel für den privaten Rahmen. Und zwar mag das alles funktionieren bei Cisco und auch für Small Business in Ordnung sein, aber die Konfiguration ist doch so umfangreich, damit komme ich nicht klar. Das Feedback zu der Alternative, dem WebSmart Switch von Netgear, das ich hier habe, das war folgendes: Schön, Dominik, das funktioniert. Ich komme damit klar, was du gezeigt hast, ist gut, aber der Lüfter ist grauenhaft laut die ganze Zeit und hört sich an, wie als wenn er kaputt wäre. Das war das Feedback und das war auch bei mir so. Dieser hier ist tatsächlich etwas laut. Ich hatte ihn dann weggesperrt sozusagen. Dann war er leise, hat gute Dienste geleistet, bis ich auf Unify umgestiegen bin. Bei Unify war euer Feedback: muss ich wirklich die teuren Unify kaufen? Die haben ja fast alle PoE. Ich brauche das nicht so weit. Zwar ist die Konfiguration super über den Unify-Controller, doch dann bin ich nur bei Unify, ist vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Okay, gebe ich euch recht, vor allem auch, weil die größeren Unify mit dem Lüfter laut sind. Übrigens ein Hinweis zu den Unify, auch wenn die hier jetzt nicht auftauchen. Wenn ich die so in die Wand mache und mit den Ports nach unten, dann hat meiner nicht mehr gelüftet. Egal, jetzt aber ein Update. Ich habe seit einem Jahr Erfahrung gesammelt mit einem Switch, mit einer Switch-Serie, die ich Kunden immer empfohlen habe. Ich habe sie bei Kunden massenhaft eingerichtet. Bei den letzten DiskStation-Empfehlungen habe ich den auch aufgeführt. Aber hey, wenn ich das aufführe und nur schreibe und nicht zeige, da kann ich ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Deswegen habe ich sie mir bestellt und jetzt im Video die von mir bisher empfohlenen Switche, die euren Anforderungen entsprechen. Und zwar der Preis. Kein Switch kostet mehr als 120 Euro und die günstigsten sind zum Beispiel für um die 60 Euro erhältlich. Dann war eure Anforderung: kein Lüfter. Jeder dieser Switche, auch wenn er PoE und PoE Plus voll kann, bei diesem hier beispielsweise, hat keinen Lüfter. Das war auch noch wichtig. An die Wand. Alle haben sie die Vorrichtung, um sie an die Wand anzubringen, und sie soll natürlich leistungsfähig sein. Von was rede ich hier? Das sind Zeixel-Switche. Wie gesagt, ich habe sie angeschafft, gekauft für dieses Video only, damit ich sie euch vorstellen kann. Gleich im Anschluss auch nochmal die Web-Oberfläche beider. Ich habe hier beispielsweise einen 8-Port-Switch. Den gibt es in zwei Varianten. Einmal den GS1900-8 für etwa 75 Euro. Da sind 8 Ports dabei. Der ist web-managed. Er hat keinen Lüfter, wie ich gerade sagte. Und das Wichtigste für die Anwender war: alle, die ein NAS haben beispielsweise, hier ist 802.3AD möglich, also LACP, dynamische Link Aggregation, für 75 Euro lüfterlos. Und es gibt ihn auch als GS1900-8HP, wie ich ihn jetzt extra bestellt habe, mit Power over Ethernet auf allen Ports, und das ist sogar mit PoE Plus. Und ich habe es getestet. Die Unify APAC HD und Pro funktionieren daran. Das wurde nämlich bemängelt in einigen Amazon-Bewertungen, was allerdings nicht stimmt. Ich habe es extra deswegen nachgeprüft. Das funktioniert. Die leichte Web-Oberfläche, und damit da jeder zurechtkommt, schauen wir uns gleich an. Günstigere Variante wäre dann die 1200er-Serie. Das hier ist der 1200-5HP. Der hat einen Port ohne PoE. Da kann ich zum Beispiel den Router oder was auch immer zuführen. Und 4
PoE und PoE Plus Ports. Wieder lüfterlos zu einem Preis von 62 Euro ungefähr bei Amazon. Ihr wisst, das ist nicht immer der günstigste Preis. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, eine Link Aggregation einzurichten. Allerdings die statische Link Aggregation. WLAN beherrschen sie alle. Und die ganzen technischen Daten möchte ich euch jetzt nicht aufzählen, denn wen es interessiert und da versiert auf dem Gebiet ist, kann auf meine Webseite schauen, kann in die technischen Daten reinschauen. Mir geht es darum, für den Privatanwender, für denjenigen, der ambitioniert ist und nicht so den Überblick hat, jetzt eine Empfehlung auszusprechen und zu sagen, hey, das funktioniert. Etliche Kunden haben mir das Feedback gegeben, sie funktionieren sehr gut. Ich habe ein Jahr gewartet, tatsächlich, bis ich dieses Video gemacht habe, damit ich das Feedback der Kunden zu diesem Switch, den ich empfohlen habe, zum Kauf auch tatsächlich bekomme. Wichtig zu wissen ist, und das ist vielleicht für einige verwirrend, beide Switche haben erstmal eine feste IP-Adresse. Hier bei der GS1900er Serie ist das die 192.168.1.1. Das bedeutet, wenn ihr ein DHCP-Netzwerk habt, könnt ihr den nicht einfach an eine Fritzbox anschließen, wo beispielsweise das 178er Netz anliegt. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss tatsächlich, und ich zeige es gleich nochmal ganz kurz, in den Netzwerkeinstellungen des jeweiligen Clients kurz eine manuelle IP vergeben, sich auf die Weboberfläche schalten, den DHCP-Mode, also den DHCP-Client, bei beiden anschalten und dann wieder ins Netz hängen und dann funktioniert es auch. Hier ist es die 192.168.1.3 und das war's. Was jetzt die Switche in der Weboberfläche bieten, das zeige ich euch jetzt. So, bevor es losgeht, muss ich ja in Windows und in Mac erstmal eine manuelle IP-Adresse vergeben. Bei Windows geschieht das ganz einfach. Ich gehe hier in die Einstellungen. In den Einstellungen auf Netzwerk und Internet, Adapteroptionen ändern, wähle jetzt die Verbindung aus, mit der ich verbunden bin, das ist bei mir die LAN-Verbindung, Eigenschaften, gehe dann auf Internetprotokoll Version 4, TCP/IP, IPv4 und sage jetzt hier 192.168.1.111 beispielsweise. Das reicht aus 3x255 und 0, das ist die Subnet Mask und das Standard Gateway, alles lasse ich weg, klicke auf OK und komme dann auf die Oberfläche wie gleich gezeigt. Beim Mac gehe ich in die Systemeinstellungen, in Netzwerk, gehe auf meine Ethernet-Verbindung, mit der ich verbunden bin und sage, wie ich es hier schon gemacht habe, nicht DHCP, sondern manuell und trage auch hier eine IP-Adresse ein. Ich gebe immer die 111, die 100 oder was auch immer. Das hat nämlich der Switch nicht. Sage auf Anwenden und das war's. Dann schalte ich mich erstmal auf den GS1205HP. Der hat die 192.168.1.3, das gebe ich einfach ein. Das Standard-Kennwort ist 1234 und melde mich an. So sieht die Oberfläche jetzt aus und man wird gleich darauf hingewiesen, dass ich hier das Kennwort ändern soll. Sage OK und kann jetzt das neue Passwort vergeben. Schauen wir ganz kurz an, was der Switch kann. Das ist relativ einfach hier gehalten. Ganz bewusst, denn wenn ich mehr will, dann kann ich auf die 1900er oder nochmal die 2200er Serie steigern, das Ganze. Ich habe hier das Port-Management. Wie man sieht, ich kann sie einzeln deaktivieren. Die Geschwindigkeit ist auf Auto, Flow Control und ich kann auch PoE ausschalten, wenn das notwendig ist, für die vier Ports hier. Broadcast Storm Control kann ich einschalten und Loop Prevention Detection an oder aus. VLAN Support habe ich auch, kann das Ganze einstellen, wie ich es hier brauche, als Non-Member, Tag-Aggress-Member oder ein Untag-Aggress-Member für die VLAN-ID 1, kann auch ein neues VLAN hier erstellen, wenn das nötig ist. Die Link-Aggregation betrifft jetzt nur Port 3 und Port 4, das ist soweit in Ordnung. Habe ich also beispielsweise ein NAS, dann kann ich das hier für 3 und 4 aktivieren. Das sind die verschiedenen Modi. Ich habe Mac SA und DA gelassen, dann kann ich nämlich auf der Diskstation einen BOND mit statischer Link Aggregation einstellen. Mirroring ist auch mit an Bord, wie man sieht. Quality of Service ebenfalls. Ich kann das einstellen, wie ich es hier tatsächlich brauche, entweder portbasiert oder nach 802.1p. IGMP Snooping ebenfalls und das Management, damit ich hier den DHCP-Client einschalten kann. Wenn ich nicht in diesem Netzbereich bin, dann sage ich Apply, schalte den Switch aus, schließe ihn an meinen, beispielsweise an meine Fritzbox an oder an meinen Router, schalte wieder an und dann kriegt der Switch eine IP-Adresse aus meinem Bereich. Firmware-Upgrade ist easy, die Konfiguration kann ich speichern, Kennwort ändern und das soll es gewesen sein für diesen kleinen Switch für einen Preis, wie ich ihn vorhin nannte. Und das gleiche Spiel für den GS1900-8 oder 8HP mit den PoE
Ports, dann bekomme ich diese Oberfläche. Sollte die bei euch anders aussehen, dann macht bitte gleich ein Firmware-Upgrade. Dann nämlich bekommt ihr schon die neue Oberfläche, wie hier zu sehen. Benutzername ist Admin und das Standard-Kennwort ist 1234. Nach dem Anmelden werde ich gleich gewarnt, dass ich doch bitte das Kennwort ändern soll. Das ist klar. Und jetzt bekomme ich genau die Oberfläche, von der ich gesprochen habe. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Oberfläche viel mehr mag, als jetzt beispielsweise die von meinem Netgear-Switch. Es ist alles auf einen Blick. Ich sehe visualisiert, wenn ich hier etwas anstecke. Ich sehe die CPU und die RAM-Auslastung sowie alle anderen Werte. Wundert euch nicht, die Zeit passt hier natürlich nicht, denn der ist gerade nicht wirklich am Netzwerk. Ich habe hier einen Assistenten, der mir beim Einrichten hilft, der mir bei VLAN, bei QoS und bei der Link Aggregation hilft. Ich mache das gerne manuell. Schauen wir uns kurz an, was hier passiert. Ich gehe direkt in die Configuration, denn der Monitor, der zeigt mir von der Konfiguration, die ich hier habe, alles an, was der Fall ist. Hier kann ich es aber auch direkt einstellen. Und zwar fangen wir direkt an bei der IP, wie ich sagte. Im Moment steht er auf statisch mit dieser IP-Adresse. Ich kann ihn hier zum DHCP-Client machen, stimme zu und muss bitte hier oben noch speichern sagen. Wenn es gespeichert ist und der Switch einmal neu gestartet hat, dann ist er, wenn er am Netz dran ist, mit der neuen IP-Adresse versorgt und ihr erreicht ihn darunter. Ich mache mal ganz kurz auf, was hier alles möglich ist für diejenigen, die sich auskennen und die es interessiert. Ebenfalls die technischen Daten bitte hier nicht vergessen zu checken. Ihr seht schon, hier ist deutlich mehr möglich als in der kleineren Schwester-Serie. PoE kann ich ebenfalls einstellen, wie ich es hier brauche. Einmal hier die globalen Einstellungen und die portbasierten Einstellungen. VLAN kann ich ebenso ein neues kreieren. Ich kann es die Ports dafür einstellen. Einmal die Ports und einmal die LAG-Gruppen, also die Link Aggregation-Gruppen und die VLAN-Ports hier definieren, wie ich sie eben brauche. Ein Gast-VLAN habe ich ebenfalls und ein Voice-VLAN kann ich ebenso einstellen, wenn das nötig ist. Wollen wir uns nicht allzu lang aufhalten? Hey Dominik, wie funktioniert Link Aggregation? Sofort in die Link Aggregation. Einmal stelle ich LACP hier ein. Das ist wichtig, wenn ihr die dynamische Link Aggregation von der Diskstation oder von eurem NAS nutzen möchtet. Anschließend gehe ich ins LAG-Management, sage, ich möchte eine neue LAG-Management-Gruppe haben. Dies nenne ich entweder NAS oder Diskstation. Sage hier LACP, das möchte ich auch nutzen, die dynamische und nicht die statische Link Aggregation und wähle jetzt die Ports aus, die dazugehören. Schließe die Diskstation an Port 7 und Port 8 an, dann füge ich Port 7 und Port 8 dazu und sage einfach nur Apply. Und das ist auch schon alles, was ihr tun müsst. Jetzt bei der Diskstation noch die Link Aggregation einstellen mit dynamischer Link Aggregation und wenn ihr in dem Moment bei der Diskstation speichern sagt und die Diskstation Netzwerkeinstellungen werden übernommen einblendet, könnt ihr sie in Port 7 und Port 8 einstecken. Um das Video nicht in die Länge zu ziehen, hier sind die ganzen Einstellungen, die in diesem Switch und auch ohne HP möglich sind. Das heißt, ihr bekommt für euer Geld enorm viel Leistung, ohne Lüfter und so weiter. Langes Gequatsche, schöne Übersicht über diese Switche. Wie gesagt, das ist meine aktuelle Empfehlung für all diejenigen, die nicht das Geld für Cisco ausgeben möchten, die nicht die große Web-Oberfläche eines Full-Managed-Switch haben möchten, die nicht Layer 2, Layer 3 in der Summe benötigen und umschalten müssen, weil der hier kann richtig viel von dem Funktionsumfang, um es jetzt mal laienhaft zusammenzufassen. Oder jemand, der sagt, Netgear ist zwar schön und gut, allerdings stört mich das mit dem Lüfter doch gewaltig. Wir möchten Ruhe zu Hause haben und ich möchte dann doch die dynamische Link Aggregation haben, statt der statischen, dann ist man vielleicht mit den recht preisgünstigen, und das ist ein großer Punkt bei euch gewesen, von Zeixel ganz zufrieden. Wie gesagt, alle Informationen auf meiner Webseite nochmal zusammengefasst, insbesondere auch Vergleichstabellen. Ich möchte sie mit den Mitbewerbern, mit den Switchen am Markt vergleichen, denn wir sind nicht auf einen Hersteller hier in meinem Kanal aus. Ich kann immer nur das empfehlen, was auch ihr an Feedback gebt und ich probiere es tatsächlich aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wie immer, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.